Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal meine geliebten und geschätzten Entzündungen heilen. Ich habe wieder eine Zellulitis mir besorgt und dementsprechend... Abby und du habt mir wirklich sehr geholfen. Onkel Doc, ich habe wieder Fieber. Kannst du mal Fieber messen? Ich habe das Zeug wirklich dringend gebraucht. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich brauche Hilfe, Doc. Lass mich mal sehen. Zum Glück weiß ich, was ich tue. Bei dir ist nämlich einiges zu tun. Wie immer. Also, bitteschön. Das könnte ein bisschen wehtun. Aber nur ein bisschen. In Topform und einsatzbereit. Gut, wunderbar. Verletz Dankeschön, dich Doc. Da draußen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste es ja auf 5 gesprungen sein. Jawohl. Nicht. Es ist halt wirklich eine Qual, das aufzusetzen. Es gibt momentan so 2 Skills, wo ich sag so, boah, Alter. Und ja, das ist einmal hier und einmal hier. Das sind wo momentan die 2 Skills, die wirklich in weite Ferne rücken. Aber na gut, mal gucken, ob uns noch andere Überraschungen in den Skills angucken werden. Jetzt werden wir aber erstmal gucken, dass wir für Bock ein klein wenig Schussaktion machen. Jetzt muss ich erstmal vielleicht auch die Quest auswählen, dann weiß ich nämlich auch, wo ich hin muss. Ne, das ist zum Schlüssel, hier. Ich sollte auch B drücken. Was, das ist hier vorne? Das ist... Sonst ist es immer am Arsch der Welt bei mega starken Gegnern und jetzt ist es... Wer hat denn schon wieder an meinem Graf rumgespielt? Alter! Es rollen bald Köpfe Hallo. Hier auf dem Schiff. Hörst du mich? Was? Hallo, danke für deine Antwort auf meinen Ruf. Ich hatte schon lange keine Gesellschaft mehr. Ich bin Dr. Sola Banglawala vom Nest in New Atlantis. Ich führe im Rahmen eines Forschungsprojekts geologische Untersuchungen der besiedelten Systeme durch. Ich habe dich gerufen, um zu fragen, ob du vielleicht seltene geologische Proben hast. Ich habe mehr als genug Steine, die ich dir abladen kann. Ich helfe gern, wenn ich kann. Danke vielmals. Zurzeit brauche ich Lithium, Platin und Vanadium. Viel möchte ich gar nicht haben. Ich weiß, wie schwer man daran kommt. Lithium kann ich dir was abgeben. Vielen Dank, das wird mir eine große Hilfe sein. Ich könnte dir zum Dank für deine Hilfe einige der Ressourcen anbieten, die als Nebenprodukte meiner Forschung entstehen. Ich habe Kupfer, Blei und Aluminium in Hülle und Fülle. Wenn du möchtest, zahle ich dir auch Credits. Von denen habe ich aber nicht so viel. Zu Kupfer sage ich nicht nein. Transfer wird durchgeführt. Alles klar. Danke nochmal für deine Hilfe. Dann versuche ich mein Glück anderswo. Du solltest Abstand halten. Der Grafantrieb dieser Blechkiste ist nicht ganz in Ordnung. Guten Flug. Ebenso. Sorry, das dauert länger als gewöhnlich. Na? Hast du irgendwelche Hobbys? Nicht wirklich, mit der Raumfahrt habe ich ganz schön was zu tun. Oh, ein Workaholic. Von denen gibt es beim Mast viele. Ich habe eine große Gesteinssammlung. Früher habe ich am Wochenende immer auf Jameson welche gesucht. Vielleicht hätte ich das im Büro nicht bringen sollen. Wahrscheinlich haben sie deshalb mich und nicht irgendeinen Studenten geschickt. Kennst du den mit dem Geologen im Musikladen? Der ist gut. Ein Geologe kommt in einen Musikladen und fragt den Verkäufer, habt ihr hier auch was Hartes? Der Verkäufer guckt ihn an und sagt... Genug Hartes, ja, ja. So, ab zur Ekliptik-Basis. Ab und zu mag ich ja diese kleinen Ereignisse. So, aber jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir sind auf niederen Alles Planeten unterwegs. Oxgrog war doch eigentlich immer eine harte Basis im Level 70 Plus Bereich.
Erwartet mich das jetzt hier auch? Weil wenn nicht... Wenn man den Anzug oft genug trägt, bemerkt man ihn kaum mehr. Werde ich hier jetzt wegen Gott durchstalzieren und alles niedermähen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Da haben wir einen 5er. Gut, dann kommt der Halbgott mal. Genau, Mist. Alle Systeme, katastrophale Schäden. So, da haben wir schon mal wieder 2. Können wir schon mal nachladen. Feuer frei. Sehe ich genauso, Feuer frei. Huch. Ja, solltest du auch. Sichtkontakt halten. Sichtkontakt halten? Zu denn? Das war's. Ja, Sekunde. So. Hau. Musst du nicht davonlaufen? Das hilft dir nicht. Habe ich dir extra noch gesagt, aber naja. Gut, wir haben Stichwunden gekriegt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch mal ein bisschen was anderes. Sowas wie Fieber. Mit ein bisschen Glück. Ist jetzt aber auch unfair, hier mit der Schrotflinte auf die jetzt loszugehen hier. Dabei habe ich die noch nicht mal richtig in der Perkung. So, hier müsste jetzt noch ein mechanischer Hund sein, genau. Ruckzuck hilft da nicht mehr. So, einmal nachladen. Holen wir uns gleich den nächsten. Zucker am Morgen. Was? Zucker am Morgen? Hm. Kollege, du legst dich hier mit einem Halbgott an. Und ihr habt nicht das richtige Level dafür. Um mit mir zu spielen. So, einen haben wir noch. Ui. War ein bisschen heiß. Aber gut. Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Keine Ahnung. Das nehmen wir einmal mit. Aber auch gleich Beweise. Habe ich ihn durch die Gegend gesprengt. Schönen Dank. Ach, da vorne ist er. Ich hab dich gefunden. War ja jetzt nicht wirklich schwer hier. Ich habe mich noch nicht mal angestrengt zu treffen. Hm. Naja, soll es ja auch mal geben. Zwischendrin. Das Bluten, würde ich sagen, heilt locker von alleino. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal irgendwie noch eine Krankheit kriege, aber so wie es aussieht, leider nicht. Schade. Gut, gehen wir einmal ins Cockpit. Machen wir uns einmal leer. Das war ja jetzt ein kurzes Aufenthaltsvergnüglein. War, glaube ich, noch nicht mal immer gegessen und getrunken, ne? Also... Jo, passt. So schlimm war das hier. So, dann gucken wir mal. Messer, Drumbeat, Grendel, Kogma, Disruptor. Ist ja alles noch nicht mal was wert hier. Ich glaube, ich habe gerade... Ja, ich muss noch mal... Reckless Bombardement, Shattershock. Ja, mein Cutter wieder zurückholen. So, der Anzug kommt wieder weg. Die Rucksäcke kommen wieder weg. Die Helme kommen wieder weg. Die Mine kommt wieder weg. 11 brauchen wir nicht. 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 Doch, die brauchen wir. Brauchen wir nicht und brauchen wir nicht. So, Ressourcen nochmal. Zack. Oh, wir haben mal ein bisschen Platz hier. So, haben auch schon ein paar Beweise. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen... Auf zur Vigilance. Weil, naja, wir sind soweit jetzt damit fertig. Die Bank sprengen.
Einmal die Vigilance ansteuern. Und ich glaube, wir haben jetzt das mit dem Graf fertig, wenn ich das richtig gehört hatte. Mit dem Graf springen. Ist ja an und für sich auch nicht schwer, ne? Also. Ja, genau. Ist jetzt 100%. Das heißt, wir haben jetzt auch hier Astrodynamik. Was hatten wir jetzt gekriegt? Ja. Reduziert. Erhöht Grafsprungreichweite und reduziert Treibstoffkosten des Sprungantriebs um 30%. Ja, das ist. Wie gesagt. An und für sich, wenn ich hier nochmal so einen Frachter baue, wie jetzt, damit wir halt überall hinkommen. Und das war der falsche Knopf. Was gibt es? Ich weiß nicht, was es gibt. Ja. Noch gibt es nichts. Wobei, erstmal, ja, dann können wir das gleich nutzen. Einmal eine kurze Stunde schlafen. Du bist dann. Und dann einmal essen und trinken. Halt, falsche Richtung. Wir wollen zur Dockingschleuse, ich muss zur anderen Seite. Wir wollen ja nicht raus aus dem Planeten. Wir wollen ja in die Vigilance. So, Commander Ikande, dann einmal Bescheid geben. Und ich hoffe, wir kriegen irgendwann nochmal was mit Verhandlungsgeschick. Was uns halt nochmal irgendwie weiterhilft. Also bis jetzt so die Questen eher nicht so. Bis jetzt war es wirklich nur Freestar. Die Vigilance ist ein top. Wir werden jetzt nicht permanent Freestyle. Auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Ich nehme an, das warst du? Ich habe es geschafft, mir den Zugang zur Gelbank zu verschaffen. Ja, und das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Nun ja, abgesehen von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Galbank-Computern kopiert hast. Lass mich das mal ansehen. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Delgado wird sich was einfallen lassen. Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Er ist Sistev immer einen Schritt voraus. Und zwar, weil er jeden unserer Informanten ermordet hat. Wenn du so jemanden bewunderst, ist das vielleicht nicht der richtige Auftrag für dich. Das reicht, Lieutenant! Selbst wenn Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der Legacy orten. Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht! Ich fürchte, ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären. Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen. Lieutenant Hoft und ich recherchieren Bannock 4. Ich melde mich, wenn ich irgendwelche Beweise finde. Perfekt. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Cricks Vermächtnis zuerst findet. Gut. Ey, nein, wir haben Gewebe ins... Oh, ich hab Fieber gekriegt? Ja, ich hab Fieber Wie man sich freut über Fieber. Ah, cool. Aber das heilt ja auch von alleine ab. Das heißt, ich lasse das jetzt einfach mal so. Das ist supi. Das gefällt mir. Heißt, einmal jetzt wieder zurück zum Schlüssel. Ich habe vergessen, die Beweise abzugeben. Na. Nicht weiter schlimm. Wir werden noch mehr Beweise sammeln. Präzise angedockt. So muss das sein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zuerst zu der Medizinerin. Einmal zum Arzt.
Das wäre, glaube ich, das Beste. Können wir uns da ja eigentlich auch gleich heilen lassen, oder? Heilen wir uns? Heilen wir uns nicht? Doch, wir heilen uns, das geht schneller. Einmal kurz heilen, sollte schon drin sein. Und dementsprechend einmal schnell durch hier. Sag mir, dass du die Vorräte von Gennady hast. Meine Medipacks sind so gut wie alle. Die Vorräte gehören dir? Es ist alles da. Unbeschädigt. Saubere Arbeit. Das sollten wir wohl öfter machen. Jedenfalls sorgst du für garantierten Nachschub. Ich muss bloß Gennadys Grenzen kennen. Ihm soll kein Leid geschehen. Ich kann sehr überzeugend sein. Bestimmt würde er weiterhin kooperieren. Das würde ihm bestimmt gefallen, oder? Also, ich leite deine Bezahlung in die Wege. Danke nochmal für die Hilfe. Wunderbar, abgeschlossen. Diese Vorräte werden in den nächsten Monaten... Na gut, lass mich mal sehen. Da hat jemand schon viel bessere Tage gesehen. Na denn? Zog nicht zurück, das könnte es verschlimmern. Alles geflickt, vorerst. Danke. Sei vorsichtig, irgendwann sind meine Vorräte auch alle. Ja, irgendwann. So, dann wollen wir erstmal ins Last Nova. Denn wir müssen jetzt ja einmal nochmal mit Bock reden und Bock seinen Ring geben. Dann wird er sich freuen. So, Bock. Ein willkommener Anblick. Und? Hast du was für mich? Ich habe deinen Ring. Clay wird ihn wohl in nächster Zeit nicht vermissen. Hoffentlich ist dieser Dreckskerl direkt zur Hölle gefahren. Hier sind deine Credits. Zeit für einen Drink? Dank dir kann ich den Rest meiner Tage in Frieden verbringen. Ich will ein Ding drehen, das die Bombe in Shinyas Brust hochgehen lässt. Level 200, meine Güte. Gut, aber Skillpunkt werden wir jetzt nicht gleich mit ausgeben. Zum Glück ist Cora nicht hier. Ach, was rede ich? Sie würde es hier lieben, die Verrückte. So, jetzt werde ich erstmal kurz gucken. Weil irgendwie war hier das Verkehrte. Oder auch nicht. Neuling! Hä? Ah, jetzt. Jetzt zeigt das mir richtig an. Alles klar, Jess. So. Was hast du für mich? Wie es scheint, wird der Comspike auf der UC-Sternenstation SY-920 entwickelt. Position geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Gut, denn... Alles klar, Neuling. Nächster Halt, New Atlantis. Dein Kontakt ist Huan Dayu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-920 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. In dem Fall winke ich hier einfach nur zu. Ich weiß, wie ich mit Huan umzugehen habe. Das ist nicht mein erstes Mal. Wirklich? Das ist mir neu. Aber wenn ihr schon ein Arbeitsverhältnis aufgebaut habt, umso besser. Sobald dich Huan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototyp-Stadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Ich sollte nichts brauchen, außer das primäre Login-Modul des Prototyps. Interessant. Naja, lass es nicht drauf ankommen. Neva hat recht. Greif dir alles, das nicht niet- und nagelfest ist und wo Comspike draufsteht. Oh, und noch was. SY-920 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Verstanden. Perfekt. Das höre ich gern.
Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jazz was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jazz die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Com-Spike in deinem Frachtraum ist. Okay. Wir reden später. Dann wollen wir mal nach New Atlantis aufbrechen und einmal, ja, Mast wäre schneller. Und dort aus kommen wir ja auch ins Unterdeck. Das sollte dementsprechend auch passen. Oh, dann geht's ja bald los mit der Legacy. Das öffentliche Gesicht der United Colonies. So, einmal schnell zum Unterdeck gerannt. Bevor er hier zu Ende geladen hat. So. War es jetzt eigentlich von hier aus nicht sogar noch leichter hinzukommen zu ihr? Oder war es schwerer? Vergesst es immer. Ja, es war schwerer. Gut, aber kriegen wir ja trotzdem hin. Sollte nicht das Problem sein. Na, guter Tag heute? Okay, es war doch leichter. Ich nehme an, du bist Navas Neuzugang. Jetzt frage ich mich, wie viel sie dir schon von mir erzählt hat. Nicht viel. Außer, dass du neu dabei bist, aber durchaus fähig. Nava mag viel reden, aber sie sagt niemals zu viel. Du bist mir immer noch ein Rätsel. Ich fliege SY-29 regelmäßig an. Ich habe also schon die nötigen Genehmigungen. Nava sagt, dein Ziel ist ein UC-Gerät. Um das zu kriegen, muss ich dich an Bord bringen. Das geht, aber ich habe Bedingungen. Lass hören. Gut. Ich will ganz offen sein. Damit das funktioniert, machen wir es auf meiner Art mit meinem Schiff. Du bist Mitglied meiner Crew. Aber sobald du auf dem Schiff bist, liegt alles in deiner Verantwortung. Diese Route ist äußerst lukrativ. Ich werde sie auf keinen Fall opfern. Wenigstens sagst du das gleich. Gibt auch Leute, die einen mitten im Gefecht sitzen lassen. Wenigstens sagst du das gleich. Gibt auch Leute, die einen mitten im Gefecht sitzen lassen. Genau. Wenn ich es dir jetzt schon sage, bist du vorbereitet. Diese Kletterpartie findet ohne Sicherheitsnetz statt. Wenn du bereit bist, komm zu meinem Schiff. Es ist die Jade Swan. Und bereite dich auf eine lange Reise vor. Wenn du erstmal auf der SY-29 bist, kannst du nicht so leicht wieder gehen. Gut, denn einmal zu deinem Schiff. Wir reden auf dem Schiff. Grafsprünge machen mich nervös. Das sollte nicht das Problem sein. Bin ich nur am Überlegen. Das Problem wird aber sein. Ich möchte zu die Sysdeath abschließen. Damit wir die Crimson Fleet weiterhin als Feind markieren können. Falls wir noch eventuelle Raumschiffkämpfe oder ähnliches haben wollen. Könnte somit also ein bisschen problematisch werden. Ich darf da nicht einfach rumbolzen, wie ich sonst immer mache, wenn ich für die Crimson arbeite. Bei Crimson ist es egal. Hauptsache ich bringe den Com-Spike. Die Kante verzeiht mir nur zweimal. Und wenn ich mir jetzt schon den Fehler leiste und einfach sage, okay, wir knallen die alle weg, dann wird das später vielleicht zu meinem Verhängnis, wenn ich jetzt nochmal einen Fehler begehe. Und das wollen wir ja nicht. Dementsprechend versuche ich das hier gleich Safety abzuschließen. Dann können wir zum Beispiel beim letzten einfach sagen, ist mir egal, ich knall jeden über den Haufen, der jetzt nicht gerade da ist. Wollen wir mal schauen. So, jetzt erstmal hier runter. Wir werden selber wieder hier auf ihren Schiff klarkommen. Ne, hier hinten war das nicht. Sam, du stehst im Weg. Lass mich durch. Hallo. Ah, hier war das. Hier war das nicht nochmal da hinten? Irgendwie schon.
Ah, und hier geht's nach oben. Auf zur Brücke. In Ordnung. Ein paar Hinweise noch. Wenn wir am Kontrollpunkt sind, wird das UC-Militär uns anfunken. Lass mich reden. Tu so, als seist du ein Stück Fracht, wenn es sein muss. Das sollte kein Problem sein. Das hätte ich auch nicht erwartet. Sogar ich kann den Mund halten, wenn es nötig ist. Was? Ich meine es ernst. Gut. Ich glaube nicht, dass sie das Schiff betreten werden, aber selbst wenn, wird sie die Crew nicht interessieren. Wie ich schon sagte, sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück, bis der Job erledigt ist. Wenn du vorher noch etwas zu erledigen hast, dann tu das. Und wenn du noch Fragen hast, dann raus damit. Ich bin bereit, los geht's. Gut, dann mach's dir gemütlich. Wir brechen sofort zur SY-29 auf. Crew, bereit zum Start. Besorge Antrieb und Grafantrieb mit Energie. Alle Systeme bereit. Na denn? Wir machen einen Grafsprung von hier. Mach dir keine Sorgen um dein eigenes Schiff. Die Fleet wird sich darum kümmern. Du kannst die Zeit nutzen, um dich vorzubereiten. Lass aber während des Flugs meinen Piloten in Ruhe. Ist schon in Ordnung, Captain. Ich habe schon öfter beim Gehen Kaugummi gekaut. Multitasking kann ich. Klingt, als würdest du gerne eine Doppelschicht einlegen. Captain, ich ziehe meine Aussage zurück. Fürs Protokoll, ich mag Kaugummi nicht einmal. Na gut, bring uns ein. Er war schneller mit dem Graf. Dies ist eine gesicherte UC-Militärzone. Identifiziert euch, sonst werdet ihr als feindlich eingestuft. Hier spricht Captain Juan Dayu. Kann ja schon mal runtergehen. So, halt. Nicht wieder hochklettern. Identität bestätigt. Schiffsscan wird eingeleitet. Andockbucht 2 ist bereit zum Docken. Okay. Wir sind hallo. Wir reden weiter, sobald wir angedockt haben. Ich muss jetzt erstmal eure Dockingschleuse wiederfinden. War irgendwo eine Frontale, ne? Ach nee, ich muss ja nochmal mit ihr reden. Ah, ich muss aber zurück. Hey. Okay, wir sind drin. Hör zu, die Station ist riesig und überall gibt es Kontrollpunkte. Um da durchzukommen, brauchst du eine Militäruniform. Und eine Uniform kriegst du nur in der Kaserne. Durch die Luftschächte solltest du dahin kommen. In der unteren Ebene ist ein Wartungszugang. Da gibt es auch ein Intercom, über das du mich erreichen kannst. Wenn du eine Uniform hast, solltest du relativ problemlos einen Lift zum Kommandodeck finden können. Aber wenn deine Deckung auffliegt, bin ich raus. Keine Sorge, sie werden keinen Verdacht schöpfen. Das will ich hoffen. Aber wenn doch, können wir uns dann immer noch darum kümmern. Fürs Erste musst du das Intercom in der Station finden. Dann reden wir weiter. Verzeihung. Ja. So, jetzt können wir endlich runter. Dann war das doch vorne. Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. So, dann wollen wir mal rein da. Gehörst du zu Jade Swan? Bleib im Frachtbereich und halte dich von der Kaserne fern. So, machen wir mal kurz ein Schnellspeichern. Und überzeugen halt. Dich. Hier hat nur SY-29 Militärpersonal Zugang. Ich habe meine Uniform vergessen. Die Regeln sind die Regeln. Kein Militär, kein Zugang. Es gibt noch mehr Kontrollpunkte. Es stört sicher niemanden, wenn du eine einzige Person hereinlässt. Stimmt. Mit dir zu reden ist fast schon der größere Ärger. Ich bin auf einer wichtigen Mission. Die Verzögerung sorgt nur für noch mehr Ärger. Und wo sind sie jetzt? Und in welcher Reihenfolge? Rückwärts? Ich habe nämlich nichts gesehen, was deine Geschichte bestätigt.
Ich muss nur schnell in die Kaserne und meine Uniform holen. Ja, hier kann man sich wirklich verlaufen. Ich brauche nicht lang. Gib mir nur 5 Minuten. Wenn du dich beeilst. Geht ganz schnell, versprochen. Vielleicht, wenn du schnell machst. Okay, meinetwegen. Ist ja gut. Aber mach schnell. Das gilt auch für deine Begleitung. Besten Dank. Wir trennen uns nicht gerne. Es ist alles sehr streng, seit Commander Natara für Commander Woods übernommen hat. Mal schnell rein hier. Das ist die falsche Seite gewesen. Doch die richtige Seite. Crew-Quartiers. Messe. Ah, doch richtig gewesen. Mein Rücken ist okay. Mein Ego allerdings. Müssen wir wirklich durch die Kaserne patrouillieren? Das ist delikate Ausrüstung hier. So, einmal die Fähnrich-Uniform. Anziehen. Muss ja meine derzeitige Rüstung einmal abrüsten. So, damit wir auch aussehen wie ein UC Fähnrich. Das ist nur das Klo. Hier ging es nicht richtig weiter. Auch nur eine Bodencrew hier. So, dann wollen wir noch mal schauen. Drum, 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 drum. Wo soll's hingehen? Ich muss mich auf das Kommandodeck zum Dienst melden. In Ordnung. Vermerke Freigabestufe Fähnrich. Hat deine Begleitung dieselbe Freigabe? Definitiv. Ich strotze nur so vor Freigabe. Dann dürft ihr beide passieren. Gut. War hier nicht irgendwo noch eine Karte? Scheinbar haben wir sie schon. Okay. Dann einmal weiter. Wir sind bereit zum Start, Captain. Gut. Hier spricht Captain Juan Dayu. Ich hab's zum Kommandodeck geschafft. Gut. Und ich höre keinen Alarm und keine Warnungen. Sehr gut. Wenn du eine Uniform hast, dann zieh sie an. So fällst du nicht auf. Ich weiß nicht, was genau du suchst, aber da ist sicher noch ein Kontrollpunkt. So weit unten brauchst du womöglich einen Passcode. Wir könnten die Luftschächte nutzen. In Stationen dieser Größe gibt es mehr als genug Schleichwege. Ich stimme zu. Ich kann mir sowieso keine Codes merken. Immer daran denken. Sanfte Schritte und schön ruhiger Puls. Ich schalte erstmal ab. Wir reden weiter, wenn du dein Ziel gefunden hast. Bist du auf dem Weg runter zur Technikstation? So, das sind die Aufzüge. Nein, nicht lieber. Du weißt ja, wie es so schön heißt. Ist man 15 Minuten zu früh, ist man immer noch 10 Minuten zu spät. Erstmal die Schleichwege finden. Die habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Kommen wir hier einmal dran vorbei, ja? Wunderbar. So, Lüftungsschacht. Dann brauchen wir uns das dämliche Code-Gemerke nicht machen. Commander Natara, Testflüge für die neuesten Prototypen sind startbereit. Verstanden, Lieutenant. Starterlaubnis erteilt. Na, bis jetzt läuft's ja eigentlich ganz simpel. Leise und ruhig.
So. Blups, blups. Ja, ein bisschen was mitnehmen. Schadet ja irgendwie nicht. Gut, denn... Projekte. Komm, Spike. Haben wir alles? Ja. Jetzt müssen wir zur Technikstation 4. Mal hier die Tür öffnen. Dum, 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 dum. Ich will überhaupt nicht auf, wie viele Wachen hier rumstehen. Wir laufen die Tests für den Comspike. Dr. Vogel hat mehr Personal angefordert. Es hat wohl einen Unfall gegeben. Dieser Doktor macht immer nur Probleme. Übrigens, sollten wir uns um die möglichen Informationslecks Sorgen machen? Nein, solange wir keine handfesten Beweise haben, behalten wir einfach den Laderaum im Auge. Läuft bis jetzt eigentlich noch ganz geschmiert. Jetzt müssen wir nur noch den Professor wieder überzeugen. Wir könnten hier nochmal mit Juan reden. Dayu hier. Fracht ist nahezu entladen. Wir fliegen bald ab. Aber ich bin doch noch... aber ich bin doch die Fracht. Und ich habe dich abgeliefert. Genau wie es Delgado wollte. Ich kann allerdings eine Weile im Orbit bleiben. Ich muss Delgado ohnehin benachrichtigen, wenn du es nicht von der Station schaffst. Aber wie es aussieht, musst du dir selbst einen Weg dort raussuchen. Du steckst aber nicht fest. Auf einer Station von der Größe kannst du mit Sicherheit ein anderes Schiff stehen. Als Mitglied der Crimson Fleet kriegst du das doch hin, oder? Ich bin schon weit gekommen. Ich kann hier unbemerkt rauskommen. Du bist weit gekommen, ohne Gewalt anwenden zu müssen. Und das wird sicher auch weiterhin kein Problem. Es war mir eine Ehre, mit einem echten Profi zu arbeiten. Viel Glück. Wenn du lebend da rauskommst, komm ins Nova, dann kaufe ich dir einen Drink. So, na gut, dann wollen wir noch mal gucken. Das war eine Etage weiter unten. Hier durften wir uns ja jetzt eigentlich aufhalten, ne? Die dürften ja jetzt mit der Fenrich-Uniform keinen Verdacht schöpfen. Habe gehört, dass das Team Testpiloten braucht. Ja, wenn du Flugerfahrung hast, solltest du mit Dr. Vogel sprechen. Weiß nicht. Habe eine Discovery. Ich kenne dich nicht, Phil. Bei neuer Technologie. Hast du wirklich eine Freigabe? Transponder-Daten aus dem Jaffa-System abzufangen, könnte gut funktionieren. Laut Autokorrelationsmodellen verdoppeln sich die Wirksamkeit und das Risiko. Aber das sagen wir Commander Natara nicht. Hey, wer bist du? Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? Ich bin vom Sicherheitsteam. Ich bin hier, um den Comspike zu holen. Den Comspike? Den kann ich dir nicht einfach geben. Es ist ein Schiffsmodul. Es ist an einem Prototyp in einer Dockingschleuse installiert. Wir testen gerade noch die Entschlüsselung verschiedenster Signaltypen, aber die Ergebnisse sind schon jetzt sehr vielversprechend. Das Modul kann sogar bei der Übertragung verlorene Daten interpolieren. Es ist wirklich erstaunlich. Mit so einer Entschlüsselung kann das Militär viel anfangen. Klar hat die UC Interesse daran. Es ist nicht vergleichbar mit dem Knacken der Enigma, aber die taktischen Vorteile liegen auf der Hand. Wir werden alles schlussfolgern können, von Schlachtplänen bis hin zu Essensgewohnheiten. Nicht, dass uns so etwas interessiert, außer es geht um die Auswirkungen von Ernährung auf Kampfbereitschaft. Und ja, es müssen noch einige Mängel behoben werden. Fehlende Teile und die eine oder andere traumatische Verletzung. Aber das ist alles Teil des Abenteuers. Pilot wäre was für mich. Ich liebe Abenteuer. Ja, es ist nicht das Ziel, sondern der Weg, der zählt. Vor allem, wenn das Ziel der Tod ist.
Aber keine Sorge, wir haben das Problem mit dem Lebenserhaltungssystem des Schiffs behoben und statistische Modelle zeigen eine Fehlerquote von nicht einmal 2%. Was ich sagen will, ich habe ein ganzes Geschwader dieser tapferen und furchtlosen Marines für die Station angefordert. Sie machen einen letzten Test mit dem Prototyp und wenn es nur minimale Verluste gibt, zeigen wir dem Mast unsere Ergebnisse. Ich gehöre eigentlich zum neuen Testflugpersonal. Großartig, das war flott. Der Antrag ging doch erst heute Morgen raus. Sonst wird meinen Anträgen nicht so viel Beachtung geschenkt und nicht so schnell. Das ist irgendwie verdächtig. Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, dieses Schiff persönlich zu fliegen. Verstehe. Wäre nett, wenn Sie mir auch Bescheid sagen würden. Immerhin bin ich der Projektleiter. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich sagte doch, es ist ein Notfall. Nein, aber wenn ein unqualifizierter Pilot einen Test macht, könnten wir später größere Probleme kriegen. Ich bin Testpilot und habe jahrelange Erfahrung, um das zu beweisen. Das stimmt. Es geht nicht um die aktuelle Anfrage, sondern um eine ältere. Ah, ja, die Mühlen der Bürokratie sind manchmal rostig. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, sie zu ölen. Na gut, du hast mich überzeugt. Willkommen bei der Testfliegerei. Du brauchst eine Uniform und ein Passwort zum Autorisieren eines Flugs. Dann musst du noch Nataras lästige Kontrollpunkte passieren. Die Uniform bekommst du im Umkleidebereich, das Passwort erhältst du von mir. Das Prototypschiff ist in Andockbucht 8. Mit dem Passwort erhältst du Zugang zu den Flugterminals im Kontrollzentrum. Und natürlich wünsche ich dir viel Glück. Du erweist der Wissenschaft mit deinem Opfer einen großen Dienst. Gut, dann wollen wir mal Intercom. Erstmal hier durchschleichen. Den wunderschönen Anzug einmal nehmen. Ah, hat der Pilot noch nicht mal registriert hier. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Pilotenanzug haben wir. Passwort haben wir jetzt auch. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch durch die Kontrollpunkte kommen. Ja. Wettertechniker. Das war ja dann hier... Ach ja, hier hinten einmal komplett durch. So war das. Ah, dafür brauchen wir Security. Ich hab grad kein Jetpack. Irgendwo hier oben war, glaube ich, auch nochmal ein Lüftungsschacht oder sowas in der Richtung. Ich wäre jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwo war doch einer. Oder war da unten durch? Ich glaube, der war unten durch. War nicht sogar hier hinten? Ja, hier war er, glaube ich. Das müsste der richtige Lüftungsschacht aus. Das ist schon so lange her, dass wir das so gemacht hatten. So, jetzt müssen wir nur noch entkommen. Da wir den Anzug haben, den Kontrollcheck jetzt nicht durchlaufen sind, sollte das kein weiteres Problem sein. Bestechungen werden die hier wohl wahrscheinlich nicht zulassen. Hey. Hey. Und diesmal werden wir auch nicht beschossen, wenn wir jetzt abdocken. Gut, Karte haben wir. Und einsteigen. Ab ins Prototypschiff. Und sauber abgespielt. Wenn man weiß wie, ne? Okay, Bärchen. Wir sind wieder da.
Ja, wir sind noch nicht ganz wieder da. So, jetzt müssen wir aber erstmal Anzug und Helm. Ah, ich fühle mich schon wieder sicherer. So, dann wollen wir mal rein ins Vergnügen. Prototyp-Chef, es gibt keine Startfreigabe. Was ist hier los? Unautorisierter Start aus Technikstation 3. Alle Schiffe, sichert den Prototyp. Okay, das wird Ziel doch nochmal. Und nichts im Graf drinne. Ist das schön. Und man wird instant beschossen. Einmal ins Soul-System, einmal, was weiß ich nicht, irgendwo hinflitzen. Ich hab da was für dich. Und tschüss. Die Boost-Skills haben sich jetzt gut ausgezahlt. Sauberer Sprung. So, aber jetzt können wir auch ins Krieg-System. Lups. Und einmal das Schiff abliefern. Doch nicht so ganz sauber. Aber okay, in Ordnung. Mein Gott. Ging ja noch schnell genug. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Und einmal andocken. So, dann kann Jazz den Prototyp gleich erstmal auseinandernehmen. Solide angedockt. Gute Arbeit. Schiff hätte ich schon gerne gehabt, aber naja. Hallo, Neuling. Bringst du mir ein neues Spielzeug? Geh ruhig rein. Denn hast du ein neues Spielzeug? So, dann wollen wir einmal kurz nach hinten ins Nova. Und mit Juan nochmal kurz reden. Hätte sie jetzt auch verpfeifen können. Aber ich sehe es nachher mehr EP. Wenn sie uns nah angreift. Ja? Isras Schwester soll eine... Gut zu wissen, dass Neva recht behalten hat. Endlich ein vielversprechender Neuling in der Fleet. Ich muss noch viel lernen. Wie wir alle. Aber dir scheint es leicht zu fallen. Wie auch immer, ich glaube, ich schulde dir einen Drink. Danach zahle ich nie wieder. Denn wenn Delgado mit Cricks Vermächtnis recht hat, hast du mit dem Comspike schon mehr als deinen gerechten Anteil verdient. Cricks Vermächtnis ist genauso gut wie unseres. Klingt so, als hättest du zum wahren Glauben gefunden. Ich muss zugeben... So wie die Dinge laufen, fange ich selbst an zu glauben. Aber ich habe dich lange genug aufgehalten. Du hattest deinen Drink und meine Schuld ist beglichen. Zeit, Delgado die gute Nachricht zu bringen. Na denn, auf zu Delgado. Delgado. Angeblich ist die Mantis wieder da. Das kann ich gar nicht glauben. Ich würde gern bald wieder weg vom Schlüssel, wenn das okay ist. Wir sind bald fertig. Wir sind bald fertig. Dauert nicht mehr lang. Drei größere Aufgaben noch und dann haben wir es geschafft. Delgado? Jasmine meint, du hättest nicht nur den Comspike, sondern gleich ein ganzes UC-Prototypschiff gebracht. Ich bin beeindruckt, Neuling. Wirklich. Der Comspike ist im Schiff verbaut. Ich hätte also nicht wirklich eine Wahl. Nimm das Kompliment einfach an, Neuling. Dell verteilt ihn nicht oft. Juan hat uns bis ins Detail über deinen kleinen Blitzeinbruch aufgeklärt. Sie hat dich ganz schön gelobt. Meinte, du wärst ein echter Profi. Und was man so hört, ist es eine ziemliche Leistung, wenn man von Huan Dayu gelobt wird. Alles in allem, gut gemacht.
Aber jetzt zurück zum Thema. Jasmine, bist du da? Ja, ich bin da, Boss. Was gibt's? Wie läuft's? Zwei Mitglieder meiner Crew nehmen bereits das Schiff auseinander. Der Comspike sollte sich problemlos ausbauen lassen. Bin schon ganz gespannt darauf, was die Techniker der UC so ausgetüftelt haben. Halt mich auf dem Laufenden. Na gut, dann bleibt nur noch das Problem mit der elektromagnetischen Atmosphäre. Und ich glaube, wir haben eine Lösung. In Neon gibt es ein Unternehmen namens Genadyne. Sie sind verantwortlich für das enorme Verteilernetz, das die Stadt mit Energie versorgt. Wenn wir ihre Elektroabsorbierungstechnologie in die Finger kriegen, kann Jasmine sie bei Bannock 4 nutzen. Ich glaube fest daran, dass Jess die Technologie zum Laufen bringt. Zum Teufel, das wird sie auch. Sie kann einen Sprungantrieb mit verbundenen Augen zusammensetzen. Tatsache, ich hab's gesehen. Die Wette kam mich teuer zu stehen. Aber gut, zurück zum Thema, Neva. Warum sagst du uns nicht, wer unser Kontakt in Neon ist? Du triffst dich mit der entzückenden Estelle Vincent. Sie hat schon seit einiger Zeit ihre Finger am Puls von Neon. Egal, welche Informationen du brauchst, sie kann sie garantiert besorgen. Estelle gehört zu den verlässlichsten Captains der Fleet. Wenn ich etwas erledigt haben will, höre ich von ihr nicht den typischen Scheiß. Sie macht es und danach teilen wir die Kohle auf. Wir werden uns sicher prächtig verstehen. Nein, nein, hier gibt es kein Verstehen. Du wirst alles tun, was sie sagt, ihren Befehlen bis ins Detail Folge leisten. Sie ist extrem wertvoll für die Fleet. Verärgerst du sie und wir verlieren sie als Kontakt, musst du mir Rede und Antwort stehen. Sind wir Piraten oder Politiker? Manchmal kann man es schwer sagen. Wenn ich jemanden für kleine Jobs und Handtaschendiebstähle bräuchte, würde ich nicht euch fragen. Das ist ein Kompliment. Estelle wird bei Madame Sauvage auf dich warten. Lass sie lieber nicht warten. Aber im Zweifel ist es ihr auch egal. Sie liebt ihren Schnaps. Und behalte das Ziel im Auge. Neon ist eine große Ablenkung für Leute wie uns, also konzentriere dich. Bis zu Cricks Vermächtnis ist es nicht mehr weit. Wir können uns keine Patzer leisten. Gut. Comspike haben wir jetzt abgeliefert. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal auf der Vigilance treffen. Die mittlerweile sogar schon vorgestoßen ist. Stoßen wir doch mal gleich hinterher. Ich habe da was für dich gefunden. Und, naja gut, von den alten Schiffen her, deswegen passt das nicht mehr ganz so. Ein noch in Graf und zwei noch in Antrieb. Aber wo ist die Vigilance hin? Hä? Sollte sie nicht hier sein? Okay, machen wir so. Ich sehe hier nirgends so ein Schiff. Hä? Ja, gut. Ich weiß, dass sie mit der Zeit losfliegt. Fassung dauert zu lange. Ich muss wirklich Drehseiten reinreden. Man hat etwas zu besprechen. Hast ihre Schilde ausgeschaltet? Nein, ich hab's nicht ganz geschafft. Die Verhüllung ist gekommen. Zeitlicher Antrieb ausgefallen, Captain. Hoppala. Sie sind leichte Beute. Jetzt hör auf, sich so zu drehen hier. Da war Freeze damit bei, das sehe ich ja erst jetzt.
Aber die haben mich doch zuerst angegriffen. Uno momento. Ach du Heiliger. Ach du Heilige, ach Mann, ey. Ja, ich würde sagen, wir verlieren gleich sonst unsere gesamte Crew. Das heißt, ich muss mich darum jetzt erstmal kümmern. Doof gelaufen. Warum provozierst du mich noch weiter? Die Allheit wartet also. Ich habe weniger Angst als gedacht. Wenn man die bekannte Welt verlässt, erreicht man vielleicht einen besseren Ort. Ich bin schon gespannt, was im nächsten Universum wartet. So würde ich das nicht sagen, ihr. Ich akzeptiere, was kommt. Ich bin bereit. Glaubst du, wir werden uns nach der Allheit wiedersehen? Würden wir uns überhaupt erkennen? Das hoffe ich. Ich auch. Aber der Gesandte lässt mich zweifeln. Der Gesandte ist die Person, die wir verloren haben, und jemand anderes. Falls wir uns nicht wiedersehen, ist das hier der Abschied. Ich bin stolz, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Okay, hat das geliebt, aber... Hast du den Verstand verloren? Oder je einen besessen? Um Gottes Willen. Ich glaube, es würde dir gut tun, wenn du mal tief durchatmest und dich beruhigst. Wage es nicht, mir zu sagen, was mir gut tun würde. Lass uns darüber reden, statt uns zu streiten. Was gibt es schon zu sagen? Ja, ich mache Fehler, aber du kennst mich. Du weißt, dass mich meine Fehler nicht definieren. Das weiß ich. Ich will ja darüber hinwegsehen, was du getan hast. Aber das ist schwer. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle, ich habe meine. Schön, dass du meine Situation verstehst. Ich dachte wirklich nicht, dass das eine große Sache ist. Ich weiß. Wir gehen die Dinge einfach unterschiedlich an. Ich werde versuchen, es hinter mir zu lassen und unsere gemeinsame Reise fortzusetzen. Wenn wir das nächste Mal anlegen, gehe ich. Vielleicht denkst du einmal darüber nach, wie du an diesen Punkt gekommen bist und wie deine Zukunft aussehen soll. Ich werde das tun. Hä? Ich habe sie doch gerade überzeugt. Okay, Crew. Ja. Wie ist Barrett denn schon in die Loge gekommen? What the? Okay, hier stimmt alles nicht mehr. Sarah? Sag schon, was du sagen willst. Das war's also. Das Amylakan zusammengesetzt werden. Oh, komm. Und da, die Sternenblüten. Das komisch. Geben wir jetzt mal kurz. Das weiß ich. Mädchen, du bist wütend und willst jetzt nicht mit mir über das Amylar reden oder über die Allheit oder was auch immer. Ja, sie hat das geliebt. Wir beide sollten über... Ja, also ja. Gut, raus da. Komm, dann machen wir jetzt mal... Ist das... Ja, das ist mein Ernst. Willst du wirklich... Das ist mega mein Ernst. Oh Gott, du weißt echt nicht, wer zur Constellation... Wenn dieses Verhalten... So. Ich bin nicht so sicher, ob du... Probieren wir es nochmal. Naja. Das kann unmöglich... Naja. Immer... Wir finden... Mir ist klar, dass es hier draußen übel zugeht. Also sieh, aber nimm dich in Zukunft mehr zurück. Sonst bist du wieder alleine unterwegs. Okay, gut. Bei ihr hat das jetzt so einfach geklappt? Ist gerade kein guter Zeitpunkt für ein Gespräch. Okay, wir müssen reden. Sofort. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass du ein Heiliger bist. Aber so, wie du dich benimmst...
Du bist Mitglied der Constellation, also benimm dich auch so. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber vielleicht sollten Cora und ich lieber nicht mit dir fliegen. Es kommt nicht wieder vor, Sam. Versprochen. Vielleicht bin ich ein Idiot, aber ich glaube dir. Jeder macht mal Fehler, das weiß ich besser als die meisten. Bitte versuch einfach, dich zusammenzureißen, okay? Gut, der Nächste, der nicht mehr wütend ist und Barry ist schon abgehauen, Vasco ist schon abgehauen. Ich habe auf ein Varun-Schiff geschossen. Auf ein Varun-Schiff. Warum mich die Freestar angreifen, ich habe immer keine Ahnung. Aber scheinbar ist jetzt Vasco auch wieder da auf dem Schiff, weil ich habe Energie dazu gekriegt. Nee, Vasco. Oh, wei. Ich weiß ganz genau, warum es die Mod gibt im Creation Club für No Angry und bla bla. Für die ganzen Begleiter, dass sie nicht wütend werden können. Ich weiß, warum die so beliebt ist. Ich kann es nachvollziehen. Wir nehmen keine Gefangenen. Ha! Händler, wieso? Greift er mich weiter an? Drehe ich mich um? Das läuft ja hier richtig gut. Ich bin sowieso am falschen Ende rausgekommen. Also kann ich hier nur scannen. Ja gut, ich muss einmal das gesamte System verlassen. Es läuft. Ja komm, du kannst mir eh nicht viel anhaben. Antrieb fährt herunter. Systeme okay. Wieso haben wir gleich den nächsten Händlerfrachter? Ich springe mit einem Grafantrieb. Was läuft denn hier jetzt nicht richtig? Zumal der war auch viel zu schnell oben. Auf ein weiteres. Der Antrieb fährt runter. Butterweicher Sprung. Gut. Und jetzt wollen wir die Vigilant suchen, die irgendwie verschollen ist. Warum greifen die mich denn jetzt an? Ist das jetzt deren Ernst? Davon kriege ich nie genug. Zumal die Vigilance ist auch nicht hier. Gut, vielleicht ist sie noch im Soul. Vielleicht ist sie jetzt gerade nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas stimmt hier gerade bei weitem nicht. Nee, die ist auch nicht bei ihrem ursprünglichen Asteroiden. Der Questmarker ist auch nicht richtig. Weil ich jetzt ein Kopfgeld habe. Das ist das Problem. Gut, wir fliegen einmal kurz zum Schlüssel zurück. Na komm, wir machen nochmal kurz. Du kannst nicht hochfahren, ich habe die Energie rausgenommen. Lass mich mal. Okay.
lässt sich jetzt noch nicht mal aufstehen. Er will jetzt unbedingt den Sprung machen. Dann machen wir jetzt einmal kurz den Sprung. Ey, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Vigilance ist. Ich weiß, sie war irgendwie auf dem Weg jetzt zum Crix-System, weil es sich ja jetzt so langsam gegen Ende setzt. Wir sind da. Aber wir können ja wenigstens hier mal kurz... Kopfgeld müsste man doch eigentlich auch hier beseitigen. Genau, Kopfgeldberechtigung. Begleichung. So. Ist ja eh ein Selbstbedienungsladen, also passt das. Einmal Kopfgeld. Begleichen. Und fertig. So, jetzt sollte mich auch Freeze da nicht mehr angreifen. Trotzdem ein bisschen merkwürdig, aber gut. Und ich finde jetzt halt, wie gesagt... Vigilance nicht. Das heißt, jetzt sollte das jetzt eigentlich auch wieder passen. Oder war es doch im Olympus? Ja, aber hier ist ja auch kein Schiff zu sehen. Hä? Narion waren sie noch nicht. Warte mal, von Sol aus. Hier? Besitz? Ne. Eigentlich auch nicht richtig. Aber auf Matteo könnt ihr doch auch nicht sein, oder? Gut, wir reisen einmal nochmal kurz nach Matteo, aber ich glaube, das ist auch nicht richtig. Es ist gerade mal wieder mega weird. Zumal er schickt mich auch nicht dahin, wo ich hin müsste. Jetzt such mal die Stecknadel im Strohhaufen. Wir stecken in keinem Planeten, also hat es geklappt. Versteh mich nicht falsch, Hopetech ist nicht übel. Aber die spielen doch nicht wirklich in derselben Liga wie Stroud Eklund. Stroud Eklund Schiffe sind gut. Okay, die quatschen sich da nur aus. Hier ist aber auch nichts. Es muss ja hier sein. Nee. Auch nichts. Ich sehe halt nirgendwo die Vigilance. Das irritiert gerade megamäßig. Gut, wir flitzen nochmal zum anderen Mond rüber. Da wurden irrsinnige Mengen an Credits reingesteckt. Aber Hopetech? Das ist Ron Hope. Ein Mann mit einer Vision. Ich bin es leid, von deinem heiligen Ron Hope zu hören. Bevor wir damit eingemischt werden mit dem Streit. Bin jetzt gerade nur... Du weißt, dass mein Urober den Antrieb gebaut hat, oder? Okay, Ekliptik. Wir sind da. Constellation Schiff. Sam? Sam, bist du das? Ich könnte Hilfe gebrauchen, wenn du Zeit hast. Sie haben keine Schilder mehr. Angriff! Na gut, dann helfen wir mal kurz. Granatrieb des Ziels eliminiert. Wir sind über. Gut, nächsten. Mit kaputten Granatrieb kommt ihr nicht aus dem System, hä? Ich würde gerne noch mit dir reden, bevor du aufbrichst. Ja, halt! Gönn mir doch mal kurz. So. Kein Problem. Ich stehe gerne nochmal in deiner Schuld. Also, wenn der Vorfall das zweite Mal ist, dass ich dich gerettet habe... Das ist kein Wettbewerb, Sam.
Natürlich nicht. Das eine Mal im Asteroidengürtel, das eine Mal in Neon. Ich schulde dir also noch 3, Lillian. 4. Du vergisst jedes Mal den Frachter mit dem Sprengstoff. 4. Gut, dann eben 4. Aber, Captain, ganz im Ernst, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich helfe immer gerne. Darf ich bitte beim nächsten Mal zur Hilfe eilen? Ist Cora an Bord? Mom! Es ist so schön, deine Stimme zu hören, Schatz. Können wir dich besuchen? Jetzt leider noch nicht. Ich arbeite noch. Das Verbrechen schläft nie. Ich könnte wirklich ein Nickerchen vertragen. Jeder braucht mal eine Pause. Du auch. Irgendwann mache ich mal richtig Urlaub. Vielleicht im Paradiso. Ist das der Urlaub, den du schon geplant hast, bevor wir uns kannten? Immer diese Witzeleien. Und Captain, nicht schlecht. Schön, dass meine Tochter in guten Händen ist. Was ist mit mir? Was ist mit dir, Sam? Ich mache nur Spaß. Du hast doch gesagt, ich muss an meinem Humor arbeiten. Ach, vergiss das bitte wieder. Mach's gut. Okay. Denn mach's gut, aber es ist auch keine Vegilenz. Ja, jetzt fliegen wir hier nochmal hin. Mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen. Einmal kurz rüberreisen. Ansonsten müssen wir so viele random Ereignisse machen, bis wir es endlich gefunden haben. Aha. Ich bin der Meinung, das war hier irgendwo. Bloß er gibt mir wieder den falschen Questmarker. Er zeigt mir aber auch das Schiff nirgendwo an. Vielleicht einfach reinspringen, war das so? Wir springen mal zur nächsten besten Sternstation. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ein Versuch machen wir noch und wenn dann nicht, dann guck ich mal, dass ich offscreen da vielleicht irgendwie was hingezaubert kriege. Wenn nicht, dann hängen wir gerade wieder in einer wunderschönen Quest fest. Du weißt, dass mein Uropa den Antrieb gebaut hat, oder? Wir sind da. So. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Und wo er mich dann auch rauslässt. Der Antrieb fährt runter. Butterweicher Sprung. Er lässt mich auf der richtigen Stelle raus, aber halt auch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Ich habe keine Ahnung. Vegilenz nicht da. Wird mir nicht angezeigt. Wir haben keinen Marker, bis auf, dass wir auf dem Planeten landen können. Ist halt problematisch. Ich lande jetzt einfach mal auf dem Planeten. Oder würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.